Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Game Account. Schön, dass ihr wieder angesagt habt zum dritten Part heute von Super Mario 3D World für die Nintendo Switch. Heute wird es ein bisschen akrobatisch, denn wir fangen hier gleich an mit Level 1.5. Schalte an, Manese frei. Das ist ein bisschen ein Zirkus-Level, das erinnert es mich noch gut von damaligen Zeiten. Hier ging es darum, ein bisschen rumzuhüpfen. Ich glaube, hier kamen nachher auch ekelhafte Bienen, die mich damals hart getriggert haben. So, war hier, gab es hier noch irgendwas? Nix. Oh, okay. Können wir jetzt direkt zu den Items einsetzen, wenn wir mit noch ein bisschen warten. Ja, da waren die so gleich, die Scheiß-Bienen. Warum will ich mit Items warten? Weil es hier Instant-Verse gibt. Das ist sehr schön. So. Die Bienen kann man dann einfach wegbraten. Das ist immer eine sehr schöne Sache. Ich habe keine Ahnung, wo es bei dem Level die Sterne gab. Also da, so langsam weiß ich, da ist nichts mehr. Das ist leicht kritisch. Ich glaube, hier war irgendwas, ging auch nämlich ein Stern. Das Ding ist, ich weiß nur halt erst nicht mehr. Nein! Ach komm, ich wollte da jetzt nicht rein. Habe zwar leider mein Item verloren, aber es macht nichts. Drin gibt es wieder neue Items. Da ist das jetzt nicht so wild. Ach, ich weiß noch, wie ich mich damals in Captain Toad auch richtig schön verzweifelt habe, wie da das. Ach toll, ganz tolles Item, ey. Wie da das Remake für die Switch rauskam. Weil Captain Toad ist ja auch auf der Basis von 3D World entstanden, was viele gar nicht wissen, aber ja, es ist so. Captain Toad kam überhaupt auch nur raus wegen 3D World. Ohne 3D World gäbe es zumindest auch kein Captain Toad. Weil Captain Toad, das war also ein Spielmode innerhalb von 3D World. Ja, Mann. Und das haben wir Spieler damals so hart gefühlt, dass wir sagten, komm, wir wollen daraus ein eigenes Spiel machen. Also wir wollen daraus ein eigenes Spiel sehen. Und das hat Nintendo dann auch gemacht. Und da ist dann eben Captain Toad Treasure Tracker entstanden. Damals noch vor Viewers hin. Diese schönen alten Viewseiten. Ja, wisst Bescheid. Als ob der mich von da hinten noch erwischt, halt doch der Maul. Er ist halt so ein Kritis. Ich glaube, hier gab es irgendwo noch eine Itembox, damit nicht alles täuscht. War ja doch irgendwas am Rand gewesen. Irgendwas deckt der Block. Wird das Level halt einfach voll schön gemacht. Mit Teppich und alles zirkusmäßig. Ich fühle das total. War ja nix. Okay, hab ich nur vertan. Hier war noch was. Halt doch dein Maul. Was kann ich eigentlich? Zumindest nicht in den Game springen oder irgendwas da überhaupt reißen. Okay, hier oben geht's weiter, aber da wollten wir noch nicht unbedingt hin. Halt doch dein Maul. Normalerweise wird man da so ein Feuerdings bekommen. Wollte dann sehen, dass hier hinten
genau, hier ist der Stern. Das war jetzt erst kurz vor knapp und erst Betrug, aber hier wusste ich einfach nur auswendig, wo der war. Sonst wäre es total verzweifelt gewesen. Hart am Struggeln. So, hier gibt es einmal nix, du Keck. Hä? Wie zum? Aber ich habe immer alle Sterne, das ist ein Zeichen, der. Da muss ich mir jetzt keinen Drucker machen, das Stern zu bekommen. Wenn ich mich hier jetzt um den Keck namens, Kamek der Keck kümmern muss. Ich finde das Spitznamen Kamek der Keck halt immer noch hart legendär. Muss man einfach so sagen. So, zumindest einmal hier hin. Halt doch dein Maul. So macht es irgendwie dann doch Sinn. irgendwann macht Sinn. Ist immer so, Leute. So. Gut, hier ist zwar die Kiste weg, allerdings. Also das Stern weg, eigentlich gibt es trotzdem noch ein Item. Das ist mir wert. Ganz gut, damit kann man auch den Keck namens Kamek besiegen. Das ist ein Zeichen, ne? Vor allem kann ich mich doch nochmal hier drin probieren, weil es gibt hier eine E1-1-Up, aber wurde jetzt, nachdem es einmal gestorben ist, auch nicht besaden. Ich muss genau den Sutton stellen. Das ist keine wilde Sache mehr. Es war doch direkt das, mal achten. Was ist erst eine Millisekunde zu spät? Das ist so einfach, geht das, ne? Und dann ist dieser Keck namens Kamek auch weg. Halt erst nicht wild. Aber so bekommt man es ganz leicht, dass ein der Kamek auch nicht mehr auf den Sack geht. Also jetzt, Leute, so complicated ist das dann irgendwie doch nicht. Überhaupt nicht jetzt einfach mal. Auf dieses. Vorrat ist immer hartes Buch von außen. Das ist dann am Ende Level mit solchen einfachen Geschichten hier verkackt. Weil das wäre halt erst hart kritisch. Futtern kann ich mir das da, ne? Also irgendein Level S mit Meister oder dann irgendeine Stelle Fail. Sagt, das geht nochmal hoch. Es hat bei der Aufnahme einfach gerade gestoppt. Unschöne Sache. Grüße geht raus dafür an. OBS. So, jetzt funktioniert ist alles wieder. Immerhin erst so kurz vor dem Ziel, dass die Aufnahme abgeschmiert ist. Gibt's deutlich Schlimmeres. So, dieses Level ging nochmal voll fit, war aber jetzt auch nicht unbedingt gerade eins, wo ich sagen würde, boah, das war jetzt unendlich schwer. Aber nur meine Meinung, muss nichts heißen. So. Soweit so gut, soweit so gut. Ein Todd Level haben wir noch vor uns. Und das ist ja, wie gesagt, aus der ganzen Captain Todd Tracker Spaß dann aus der Art von Level entstanden. So, die waren eigentlich auf bei der View mit dem Gamepad. Ich bin gespannt, wie die jetzt hier ohne Gamepad gehen, weil man hier einfach nicht auf dem Touchscreen drücken kann. Immerhin gibt es hier 5 Sterne. Alter, das wäre halt mit Touchscreen viel, viel geiler, glaube ich. So. Ich bin gespannt, wie das bei späteren Leveln gelöst haben, wo auf dem UART erst ein Touchscreen erforderlich war. Ich weiß halt, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich gar nicht, wie die das in dem Nachfolgerteil gemacht haben. Ah, ich finde Captain Toad zu friedlich. Das war auch eins meiner ersten Wii U-Spiele damals. Weiß ich noch. Hab ich zu Weihnachten die Wii U bekommen. Die Wii U nämlich erst was Spätes, wo 16 bekommen zu Weihnachten. Nee, Weihnachten 2015. Und dann bin ich das erste, was ich gemacht habe, war, dass ich in den Laden gefahren bin. Mit einem Freund, mit Kumpel nach München.
Und dann haben wir uns erstmal, ach scheiße, dann haben wir uns erstmal ein paar Spiele geholt, unter anderem Super Smash Bros. Und Captain Toad. Das war so ein legendär einfach damals. So die ersten Videospiele alleine kaufen, war es ein cool. Das sind einfach so Sachen, da erinnert man, das ist ein Leben lang dran. Danach war es noch mit einem Kumpel irgendwie am Abend in einem Theaterstück. Da erinnere ich mich auch noch dran. Aber ich habe aber die ganze Zeit über meine Konsole nachgedacht, so. Ja, doch, war so ein Hardwild. So. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Ich hasse sowas. Das ist halt echt so ein Hardgrit. Aber wenn man Ruhe bewahrt und ruhig und langsam geht, da geht das so ein Fall fit. So, ich glaube, das Set mit sogar 5 Sterne, oder? Oder war es nur ein groß, das weiß ich nicht. Tatsache, 5 Sterne, ja man. Ich glaube es. Oder? Das Castle braucht man 10 und wie viel haben wir? 19. Das ist nochmal cool. Sollen wir doch mal, ob noch irgendwie Tortoise oder sowas ähnliches geöffnet haben? Nein, hier ist leider immer noch so. Ja. Da war der Part von der Stealth ein bisschen schneller vorbei, denn die erste Bowser's Castle will ich mit dem Espresso, dem es erst im nächsten Part dann antun. Den Rest bedanke ich mich fürs Zuschauen von dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!